Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Ja, in der letzten Folge bin ich mal wieder ein paar Mal gestorben, weil ich nämlich hier keine Ahnung habe in dieser Grube, in diesen komischen Gängen voller Blut und Leichenteile, wie ich hier weiterkommen soll und in welche Richtung ich vor allem soll. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Weil hier ist so dieses erste Ziel und da ist mein großes Ziel. So verstehe ich das mit diesen Anzeigen. Geothermale Kasernen, doch Kavernenkasernen, mein Gott. Und in die Richtung muss ich jetzt erstmal. Ich weiß nur nicht, ob ich unten rum soll oder oben rum, weil ich bin jetzt nach oben geklettert und da werde ich natürlich direkt angegriffen, wenn ich einen abschieße. Ist natürlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wer das mal alles sieht. Das ist das Problem. Wenn ich hier den da abschieße. Ich probiere es jetzt nochmal. Vielleicht hat man das ja auch nur mitgekriegt, weil ich es mit Feuer gemacht habe. Genau, das war das Problem, glaube ich. Ich sehe nur die anderen nicht. Das ist mein Problem. Okay, noch bin ich versteckt. Ich weiß nicht von welcher Seite. Da hinten ist einer mit Taschenlampe. Wo sind die alle? Da. Ach du Kacke, ich bin, glaube ich, hier völlig falsch, Leute. Eieieiei. Wie soll ich denn hier durchkommen? Da ist wieder irgendjemand, den sie geopfert haben. Scheibenkleister. Ist das krass. Keine Ahnung. Vielleicht. Ah, Moment. Ich probiere was aus. War das Mist? Ich keine Ahnung. Wen habe ich noch übrig? Das bricht hier gleich alles zusammen, habe ich so das Gefühl. Das ist weniger gut. Mädel? Gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Kriege ich vielleicht mal wieder meine Waffen irgendwann? Was ist das? Achso, Pflanzen. Brauchen wir jetzt ganz dringend, ne? Wir brauchen jetzt ganz dringend Pflanzen. Total bescheuert. Der brennt, der oder die brennt. Wenn ich jetzt wüsste, wohin ich soll. Hier habe ich noch was zum Sammeln. Ganz fix, ganz schnell. Ein Fächer für eine besondere Gelegenheit. Wahrscheinlich eine Hochzeit. Sieht nicht älter aus als ein paar Jahre. Ja, moderner Fächer. Wahrscheinlich immer mehr Made in Japan, sondern Made in China oder so. Oder in Taiwan. Ist dann billiger noch. Als ein echter japanischer Fächer, ne? So in der Art. Die Musik nervt ein bisschen gerade. Ich werde ganz nervös. Und das Krachen, das vibriert alles hier. Da werde ich immer nervös und weiß dann nicht mehr, wo ich hin soll. Achso, jetzt bin ich voll. Na toll. Ich bin voll, na toll. So, ach, wieder ein Spielchen. Da muss man sich auch noch beeilen. Das war nicht nett. Ja. Hey, 4 von 5. Wenigstens hier fast alle. Da, 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 da. Ich hasse es, wenn ich es eilig habe. Und dann... Ich werde richtig nervös gerade. Mein Gott.
weil ich nicht genau weiß, was ich hier machen muss. Moment, weil... Nein, nicht den da. Nein. Was muss ich jetzt machen? Das bringt mir jetzt was? Das bringt mir nichts. Ich zünde nur gerade alles an. Da habe ich noch solche Dinge. Okay. Okay, irgendwas mit diesem Ding. Irgendwas kann ich ihn jetzt nehmen, ja. Okay, dann ich meine, da hinten geht es jetzt auch noch einen Weg. Ne? Ja, ich weiß, ich muss ja da lang. Ging es da nicht auch irgendwo hin? Ne, da war ich ja. Hier oben meinte ich. Nee, wo war das denn? Okay, ich gehe ja schon. Oh Gott. Das ist dieses Krachen, das vibriert da. Da vibriert der Controller immer so wahnsinnig. Das ist unangenehm. Ja, Vergaß dich halt selber, Mädel. Ah ja. Okay. Das kracht erstmal alles über uns zusammen. Ich schätze, das ist jetzt aber irgendwie ungut. Ah! Oh mein Gott, bitte nicht schon wieder sowas! Was? Da ist jetzt gerade irgendwie was hängen geblieben, glaube ich. Schiddy. Oh. Super. Nur weiter so, du Hurensohn. Wenn ich hier rauskomme, ramme ich dir deine Pfeile in den Arsch. Das hört sich nach Reyes an. Hey, nicht anstacheln. Wir arbeiten hier. Verdammter Idiot. Der Käfig ist übertrieben. Seit der Flucht des Alten wollen sie kein Risiko mehr eingehen. Diese Neuen machen nur Ärger. Wir sollten sie alle zu den Oni schicken. Und? Was wird jetzt wohl passieren? Was zur Hölle? Okay. Huch! Ja, da sind sie! Oh mein Gott. Das war echt krass, Lara. Wie zum Teufel kommst du hier rein? Ja, gute Frage. Ich hatte ein bisschen Hilfe. Grimm? Ja. Er hat's nicht geschafft. Scheiße. Mann, ich dachte immer, den könnte nichts umbringen. Ja, hab ich auch. Er hat sich geopfert, damit ich es hierher schaffen konnte. Ein Rettungshelikopter ist auf dem Weg. Sie halten Sam allein fest. Habt ihr Whitman gesehen? Er kam wohl nicht bis zu den Gästezimmern. Mr. Showbiz lässt es sich wohl gut gehen. Wir werden ihn finden. Und Sam auch. Aber von hier oben sind wir machtlos. Irgendwie kriege ich euch da schon raus. Okay. Wir müssen das Ding lockern. Los, Jungs. Nochmal. Okay. Bereit? Jetzt! Huch! Es ist sinnlos, Reyes. Nee, also ich muss... Lara, hier läuft eine komische Scheiße ab. Wir ja. Haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Sonnengeist. Die alte Herrscherin von Yamatai. Habt ihr nicht zugehört gehabt? No? Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. Was ich ganz so hier erwartet, was? Nee, nicht wirklich. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Hoffentlich finden wir sie.
Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir aus dem Käfig raus. Ja, ich arbeite daran. Oder wenn ich... Moment. Da war doch wieder irgendwo... Moment, wo war das? Na, wieder so ein Gashahn. Da war doch wieder sowas. Genau das Ding hier. Wenn ich das wieder aufdrehe und abschieße, dann knallt's... Lara, du musst das Gegengewicht lösen. Ja. Ich mach ja schon. Achtung, jetzt könnt's ein bisschen... Halt euch irgendwo fest. Genau. Wollte ich gerade sagen. Und jetzt? Ja, das ist hier alles in die Luft fliegt jetzt. Hier wird's langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Vergiss es, Lara. Hol uns einfach nur hier raus. Auf der anderen Seite ist noch ein Gegengewicht. Du machst das großartig. Eins noch und wir können alle zusammen hier raus. Ja, super. Eins noch. Wie komme ich denn da hin? Jungs, Mädels. Sagt mir das mal. Gib mir einen Tipp. Weil das kann ich nicht anschießen. Das ist jetzt gerade ein bisschen diffizil. Nehmen wir gleich mal wieder hier. Ah ja, da hinten hoch wahrscheinlich jetzt, oder? Moment. Kann ich da noch nehmen? Spring rüber! Wir halten den Käfig ruhig! Okay. Uah. Und jetzt? Soll ich da drauf springen oder was? Moment, jetzt nochmal. Ich dachte da hinten. Naja. Ja, wunderbar. Okay, was jetzt? Das andere Gegengewicht. Es ist da drüben festgemacht. Ja, super. Kann ich da hinspringen? Wenn ich darüber springe. Ich glaube, ich sollte nicht so lange überlegen. Nee, da kann ich nichts abschießen. Nee. Und wenn ich da reinfahre. Hätte ja sein können, oder? Ich glaube, ich muss hier rüber, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, wo ich hinspringen muss. Das ist irgendwie... Ja. Ja. Keine Ahnung. Das ist jetzt gerade... Es gefällt mir nicht so wirklich. Aber wenn ich jetzt dahin... Da kann ich doch nicht rüberspringen. Das ist doch zu weit, oder? Ich springe jetzt mal gerade hier. Nee. Aua, da habe ich mir jetzt gescheit wehgetan. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Lalalala. Nee, hier kann ich noch nicht durch. Ach, sowas liebe ich ja. Jetzt kann ich wieder nehmen. Und überspringen. Und zack. Ich weiß echt nicht, wo ich hin soll. Soll ich wirklich da rüber? Aber das ist doch Quatsch. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich
glaube, ich muss eher... Oh, da ist nichts, was ich verschieben kann, oder? Da kann ich nicht rüberspringen. Das ist zu weit. Himmel noch eins. Aua, jetzt tut sie sich so weh, dass sie kaputt geht. Nee. Wieso hatten die jetzt ihre Waffe gezogen? Ich erkenne es gerade nicht. Ich habe mich schon mal beschwert, dass die Rätsel zu leicht sind. Haha. Ha. Aber ich sehe wahrscheinlich wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie kann ich denn auf das drauf? Hier habe ich doch schon probiert zu springen. Das geht nicht. Ich muss irgendwie da hinkommen. Aber wie? Kann ich da auch nicht hinspringen. Ha. Mensch, die Zeit. Wir haben keine Zeit für so einen Mist. Das gibt's doch nicht, Lara. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, wie ich da hinkommen soll. Das ist doch einfach Lara. Lara, was hast du vor? Ja, gute Frage. Hast du freies Schussfeld? Ja, was habe ich freies Schussfeld? Wenn ich noch wüsste, was ihr meint. Nee, das bringt nichts. Das schwingt ja in die falsche Richtung. Das ist doch der Mist. Oder warte mal. Jetzt verschwende ich hier gerade Pfeile. Jetzt, ich hätte es schneller machen sollen. Ja. Oh oh. Nicht jetzt runterfallen. Nicht schon wieder. Oh mein Gott. Feuer. Überall. Danke, Jonah. Das war knapp. Oh Scheiße, wir haben ein Problem. Irgendwo festhalten. Der Käfigboden ist weg. Sieh runter. Da ist überhaupt kein Boden mehr. Ja, das ist gut. Lara? Lara, sei bloß vorsichtig. Mach keinen Scheiß. Pass auf, wo du stehst. Alles stürzt ein. Ah! Scheiße. Himmel, Leute. Ah, aber jetzt bin ich da, wo ich eigentlich hin wollte. Schnell, Lara! Lara, leg mal einen Zahn zu! Bring uns hier raus! Hallo? Sieh mal, da ist nicht auf der anderen Seite. Es wird ein Weg hier raus sein. Wenn wir mit dem Das reicht nicht, Lara! Jetzt aber. Komm schon. Ja. Ich sag das nur ungern, aber wir brauchen eine größere Explosion. Okay. Das heißt... wenn ich auf beide. Jetzt deswegen. Habe ich nicht ganz gecheckt. Okay. Yippie! Niemand bleibt zurück. Okay, dann geht's. Ich hole noch Sam und Whitman. Der Kaverne. Toll.
Ja, super. Und Scheiße, wo soll ich denn lang? Habt ihr vielleicht mal darüber nachgedacht? Über den hier, oder? Meine Nerven. Ehrlich. Mein Gott. Heftig. Ihr fliegt mir... Aber alles stürzt ein. Ja. Der Treffpunkt ist auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. Lara sucht noch Sam und Whitman. Mir fliegt ja alles um die Ohren. Scheiße. Ins Feuer, finden Sie Sam. So. Und damit mache ich einen kurzen Cut. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.